Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Center Map. Wir müssen jetzt erstmal unseren neuen Agentavis nach Hause bringen. Und dann möchte ich gerne einen Sattel für ihn machen. Und dann könnten wir eventuell hierhin zurückfliegen, unseren Mosasaurus auf Folgen setzen. Und dann könnten wir eventuell schaffen, es ihn nach Hause zu bringen. Weil das Problem ist, ich muss erst noch Level 75 werden. Und ich bin jetzt 69. Oh. So, okay. Mal ganz kurz. Warte noch mal ganz kurz hier. Ich will jetzt noch mal kurz gucken, wo er sich hinsetzt. Ah, oh, perfekt. Ich werde jetzt nämlich nochmal auf Nummer sicher gehen. Mit unserem Mosasaurus ein bisschen Essen dalassen. Weil ich halt wirklich nicht weiß, wie schnell ich hier wieder hinkomme. Und es wäre jetzt echt mies, wenn es jetzt daran scheitern sollte. Ich meine, klar, der hat noch. Das ganze Hunger, also er hat reichlich, aber ne? Man muss es ja nicht herausfordern. Dann könnten wir nämlich auch, wenn ich dann halt das entsprechende Level habe, könnten wir uns mal unter Wasser umsehen. Beziehungsweise ich muss mir dann halt noch die Taucherausrüstung machen, aber muss ich mal gucken, was man dafür nochmal benötigt. Okay. So. Okay, und jetzt irgendwie nach Hause kommen. Hätte ich jetzt den Sattel, ne? Dann wäre das jetzt so viel leichter. Weil ich jetzt gerade wirklich halt nicht mehr weiß, ob ich jetzt zu Hause noch einen habe. Oder ob ich das neu sammeln gehen muss. Weil ich muss jetzt erstmal. Erstmal schaffen, nach Hause zu kommen. Das wird jetzt erstmal die größere Herausforderung sein. Na gut, wenn ich jetzt hier nochmal rüber. Sollte das auch nicht so verkehrt sein. Es hätte jetzt nur ein langer Weg, aber wenn wir dann halt wirklich wieder den Agentavis-Sattel haben, dann kommen wir hier leicht hin und können uns einen Mosasaurus abholen. So ist zumindest der Plan. Ark hat mir schon oft einen Strich durch die Rechnung gemacht, also von daher, ne? Jetzt habe ich zwar leider nicht so richtig das, was ich wollte. Also ich wollte eigentlich einen guten Archie. Aber ja. Wir haben zumindest jetzt erstmal einen Archie. Das ist auch viel wert. Einen besseren muss ich dann halt später nochmal suchen gehen. So. Oh, hi, Dimorphodon. Einfach weitergehen. Einfach weiter. Schlange ignorieren. Und weiter. Sehr gut. Okay. Sämtliche Katastrophen aus dem Weg gehen. Okay. Wir sind hier sicher. Sehr gut. Ja, jetzt muss ich eigentlich. Darüber ist es die. Das sumpfmäßig eher. Dann werde ich jetzt erstmal. Hier rüber gehen. Ich möchte jetzt aber erstmal gucken. Ob es das safe ist. Sit down, please. Perfekt. Ob der irgendwie wäre, ist halt wie Mosasaurus, ne? Sieht sehr gut aus.
Ja, wir können es wagen. Aber Alter, ich spring da ins Wasser und dann ist da der Mosasaurus. Einfach so. Das ist doch wohl echt ein Scherz. So, kommt schnell rüber. Vor allem, das ist wirklich so ein Schrecken der Tiefe, ne? Irgendwie, also, springst du rein und das ist dann echt so ein Ungetüm lauert dann da. Oh, Alter. Ich habe mich echt erschrocken. Das war nicht gerade feierlich. Überhaupt nicht feierlich. Alter Schwede, ey. Ja. Alter. Okay. Aber alles ist gut. Wir haben einen potenziellen Mosasaurus. Das kriegt man ja jetzt auch gerade nicht mal einfach so. Okay. So. Jetzt sind wir da. Können dann eigentlich da lang und müssen irgendwann auf jeden Fall nochmal überqueren. Das mache ich aber garantiert nicht im Sumpfgebiet. Ich könnte da gleich eigentlich schon rüber. Naja, hier sind wir ja auch eben lang gegangen mit den ganzen Dodos. Ah, hier sind wir. Da erinnere ich mich ein bisschen dran. Okay, was ist jetzt, dass wir da rüber müssen? Dürfte, denke ich mal, so sein. So. Hier muss ich dann natürlich drauf achten. Ja. Mit den ganzen Bäumen. Dass der Argentavis da nicht hängen bleibt. Und hier liefen ja schon mal die ein oder anderen Katastrophen rum. Jetzt muss ich mich eigentlich direkt hier so durchflügen. Ist aber etwas blöd wegen den Bäumen. Und weil ich nichts sehe. Ich wusste es, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wo ist... Nein! Oh, das ist gar nicht gut. Lass das doch. Ich helfe. Oh Gott. Gosh, ey. Genau so etwas habe ich befürchtet gehabt. Alter, Kompis, hört auf. Wo ist jetzt... Zeiten um immer ernsthaft. Wo ist jetzt hier unser... Hä? Kleine, aber feine Frage. Wo ist unser... Wo ist er hin? Hä? Er hat es doch noch gefressen. Und dann? Okay. So etwas liebe ich ja, ne? Auf einmal sind sie spurlos verschwunden und auf einmal sind sie wieder da. So. Okay. Gut. Ja, ich kann eigentlich da so langlaufen.
hat ihn schon halb tot gemacht. Das ist unglaublich. Ich wollte eigentlich noch nicht darunter. Aber ist okay. Deswegen, dass der Archie ist echt nur vorübergehend, weil er eigentlich nichts aushält. Weil er echt nichts aushält. Kommt man hier weiter? Die Raptoren lassen wir jetzt einfach mal. Wir müssen sie jetzt echt nicht herausfordern. Ich denke, ich werde hier eher so ein bisschen versuchen, am Strand herumzugehen. Dann irgendwann mal versuchen, ein Querfeld einzubiegen. Da zum Beispiel. Auf jeden Fall nicht, wo so viele Bäume sind. An die Stelle erinnere ich mich auch. Hier liefen diverse Katastrophen rum. Rex beispielsweise. Toll. Oder halt ein Kanu oder... Das sind doch schon welche. Uncool. Dann werde ich, glaube ich, doch eher außen rumgehen. Das muss ich jetzt nicht haben. Vor allem der Agent Davis, der muss mit nach Hause. Und da muss ich mir irgendwann einen besseren holen. Er hätte jetzt zwar eben auch noch die Titanomyrmas abgrasen können wegen dem Chitin, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Die Skorpione allerdings wären ganz nett. Die drei Tropper. Bleibt mal hier. Sollten doch eigentlich nichts schief gehen, oder? Weil ich echt nicht weiß. Konntest du gut Chitin abbauen? Ja. Okay. Gut. Also daran soll es jetzt schon mal nicht scheitern. Ich muss dann sowieso auch mal gucken, was für Ressourcen der Mosasaurus-Sattel bräuchte. Wo kommst du denn jetzt her? Frag gar nicht. So. Ich laufe jetzt echt sehr weit außenrum. Aber dann sind die Chancen geringer, auf irgendwelche Katastrophen zu stoßen. Und nachher merke ich dann halt nicht, wenn unser Agent Tavis sich irgendwie in einem Baum verfangen hat, so wie eben, wo er dann einfach weg war. Tut jetzt auch nicht Not. So. Wie nah sind wir denn schon? Oh, wunderbar. Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Perfekt. Perfekt, perfekt. Gefällt mir. Dann war die Unternehmung eigentlich, kann man sagen, sehr erfolgreich. Ich habe zwar jetzt keinen gut gelevelten Archie bekommen, aber dafür ein Mosasaurus. Gut, der ist jetzt auch nicht hochgelevelt. Aber gut, ich habe jetzt gar nicht auf seine Stats geguckt. Sollte aber für meine Unternehmungen eigentlich reichen. Ich war noch nie so der Typ gewesen, der jetzt viel unter Wasser in Ark gemacht hat. Und ich sag mal, für die paar Sachen,
sollte der Mosasaurus eigentlich locker reichen. Das Einzige, glaube ich, der war mal ziemlich schnell out of Stamina. Ja, das packen wir. Oh. Oh, hallo. Was denn? Ich denke, den Spinos. Level 4. Niedlich. Nein, der Spino brauche ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Ist auch noch da. Sind auch nicht mehr weit weg. Es ist wunderbar. Ah, ich glaube, das erkenne ich hier. Ja. Jetzt sind wir wirklich nicht mehr weit weg. Super, und dann gucke ich zu Hause dann mal, ob ich irgendwo dann noch den Agentavis-Sattel gelassen habe oder ob ich's. Ja. Mal gucken. So. Ach, genau, der Sattel für meinen Mammut fehlt ja auch immer noch. Dann war das jetzt eigentlich gar nicht so weit weg. Perfekt. Sehr schön, sehr schön. Genau, wir hatten ja unseren Jarni. Neu in der Truppe können wir begrüßen. Lucina. Ja, für Lucina brauchen wir auch noch den Sattel. Jetzt gucke ich allerdings zuallererst einmal, ob ich den wirklich... nee. Ja gut, da wird der Sattel wohl kaum drin sein. Habe ich den echt nicht? Was ist denn mit dem Sattel passiert, Mensch? Achso, hier vielleicht noch. Habe ich ja neu gebaut. Ich habe ihn tatsächlich hier gelassen. Kann man es denn glauben? Ich habe ihn eiskalt hier drin gelassen. Ich ziehe los, um meinen Agentavis zu suchen und lasse den Sattel zu Hause. Na geil. So, ich brauche eigentlich nur Movement Speed bei dir. Dann bräuchte ich auch noch für Hakmi einen Sattel. Ja, Lucina einen Sattel. Quark. Wo habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Kast. Doch. Smithy. Kastoroides. Ah, da war die Cementing Paste. Da war ja was. Cementing Paste, Cementing Paste, Cementing Paste. Ah. Ja. Ich habe ja ein bisschen Chitin aufgesammelt, ne? Das kannst du mir geben, das kannst du mir geben, das, das und das. Und das. Ja, dann steht's. Ihm eigentlich nichts mehr im Weg. Ich hätte auch theoretisch mit Lucina könnte ich auch dahin schwimmen. Es war ein ganz schöner Umweg. Nur was ich dann halt habe ist, ich weiß nicht, ob er unserem Argentavis da so folgt. Und es ist vielleicht etwas besser. Stimmt, ich hatte ja meinen Biber. Mit meinem Biber hätte ich da auch unten schwimmen gehen können. Jetzt habe ich noch einen Mosasaurus. Na super. Das habe ich echt total vergessen, dass ich ja meinen Biber habe. Ja, na gut. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.